Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer Runde Crafting Dead oder wie ist denn Minecraft DayZ. Ich habe mir gedacht, wir probieren das jetzt mal aus. Ihr seht schon, ich habe 0 Zombies gekillt, 0 Players gekillt, 0 Tode. Ich habe das aber gleich mal für Ewigkeit gespielt, aber da war es noch nicht auf dem Stand, auf dem es jetzt ist. Und ich würde mal sagen, wir spielen einfach mal auf dem Mod-Server direkt und zwar auf dem deutschen TCD Arizona Free World. Einfach mal joinen. Ich habe null Plan genau, wie es funktioniert aktuell. Halt, oh, wo bin ich denn? Ich hab's wohl mal gespielt, weil. Oha. Wo zur Hölle bin ich? Habe ich eine Karte M? Ja, guck mal. Ich bin hier mittendrin. Hier ist. Oh, guck mal. Was ist das hier? Da ist ein Punkt markiert. Da. Halleluja, was ist jetzt los? Okay, Moment. Die normale Minecraft-Musik passt hier überhaupt nicht rein. Hier setzen wir einfach mal unsere eigene hinterher. Options. Wo ist hier die Musik wieder? Video-Settings. Musik aus. So. Da muss doch typische Minecraft-Musik hinter. Ich habe einen Zombie gehört. Wo? Wo ist dieser Zombie? Ganz ruhig. Okay, komm. Da ist er. Down ist er. War wahrscheinlich vollkommen unnötig, aber scheiß drauf. Bin ich im Heli drin? Okay. Oh, hell no! Ich hab keine Munition mehr. Oh, fuck! Okay, respawn. Was soll das? Welcome to Arizona. Type respawn to join the game. RSR Spawn. Buy to check out the store. Okay. Also muss ich jetzt T/RSpawn eingeben. Okay. Have fun. Ich weiß, was hier abgeht. Okay, wo bin ich hier? Flughafen wahrscheinlich, oder? Also nach dem Flugzeug zu urteilen. Okay, ich wusste gar nicht, dass das ein Panzer ist. Aber was laufe ich denn da? Papa? Oh, ein Apple. Aufnehmen. Okay, also es ist... Ich muss voll aufpassen, wo ist dieses Spawnpunkt da? Oh, was ist das? Eine Scuba Mask. Ein Dewstone und ein Open Tactical... Tactical Bacon. Kann ich das hier aufsetzen? Nice, man sieht aber nichts. Also habe ich jetzt wohl direkt in die Militärbase geschafft. Ist nicht unbedingt, also ich weiß von DayZ halt, ist es nicht unbedingt immer der beste Spawn, direkt in der Aircraft. Das soll ein Flugzeug darstellen? Okay. Oh, das ist, was ist das denn? Rot. Oh, okay. Ich würde gerne irgendwie entweder in ein Gebäude oder irgendwas... Dieses Hoch und Runter, das ist richtig nervig. Aber wie geil das ausschaut, dieses Flugzeug. Brutal, was ist hier? Ein Wrench, damit kann ich doch bestimmt schon mal wenigstens ein bisschen was verkloppen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau die Zombies reagieren beim Ballern. Wenn wir gerade vom Zombie reden. Hatchet ist besser, glaube ich. Hatchet hat einen Schaden. Zombie kill einen. Juhu! Grün. Ist das Survival? Ein G36C Magazin. Jawohl. Ah, jetzt halt die Maske auf. Aha, Crafting.
Oh, man kann unterwegs craften, oder kein Crafting Table wahrscheinlich. Ich gehe mal ins Gebäude. Müsste ich ja hier eigentlich reinkommen. Blau? Da ist sogar ein Lagerfeuer. Ein Lasersight. Oh, jetzt wird's interessant. Blau. Ein Knüppelstock! Noch ein Magazin. Da ist nichts drin. Oh, da ist was drin. Nein, da war was drin. Da war's. Ich hab doch da gerade. Oh, was ist denn hier? Ein Vector. Oha. Pink. Blueprints. Was ist das? Blank Blueprints. Also kann ich damit was machen? Teabag. Mhm. Water Bottle. Cookie Monster Mess. Nein. Oh, wo kommst du her? Das ist ein Heavy Bow. Der ist leise. Alter, wo kommen denn die ganzen auf einmal her? Guck mal, der hat das gemacht. Empty Flask. Was ist ein Flask? Wo kommen die ganzen Zombies auf einmal her, Ergif? Oh, jawoll, eine Waffe. Die auch ein Magazin hat, das ist schon mal neu. Das ist schon mal praktisch. Die Headshot nach vorne. Damage 16. Die hat nicht mehr so viel Durability, bedeutet, ich werde dich mal dazusetzen. Wir haben schon relativ viel. Right click on a zombie. Okay. Also muss ich einen einzelnen Zombie jetzt finden? Scrap Metal, das ist, glaube ich, damit kann ich bestimmt was bauen. Warte mal. Der Zombie hat mich gleich entdeckt. Ich mag das jetzt ausprobieren. Wenn er mich entdeckt hat. Ich glaube, er hat mich entdeckt. Komm hier. Man soll einen Zombie right klicken. Der schaut. Aua! Hier sind geschossen. Aua! Aua! Ich hab Damage bekommen. Oha! 99% Movement Speed. Oh, wenn ich gehittet werde, verliere ich Movement Speed. Oh, nicht gut. Was ist eigentlich mit meiner Syringe passiert? RIGB Syringe. Kann ich damit jemanden infizieren? Das sind so, ha, bist du dran. Okay, ich geh mal ins Dorf hier. Mit meiner Waffe habe ich 7 Schuss. Ein guter Schütze könnte damit jemanden killen. Bin ich nicht. Morgen. Open Can. Der Open Can ist wahrscheinlich leer. Juicy Punch. Ah, man muss ja alles mitnehmen. 2 Wasser, okay. 2 Wasser ist gut, ich brauche eh. Wollen helfen bleiben. DJ bei Cereals. Oh, das ist gut. Cereals sind immer gut. Jetzt bräuchte ich nur noch frische Milch. Wenn ich eine Kuh finden würde, könnte ich sie direkt abzapfen. Bolt Cutters. Oh, eine Fireman's Axe. Daisy, eine meiner Lieblingswaffen. Die Kuhmaske. Was zum Fick? Ein HK-407-Magazin. Oh, guck mal. Yellow Hardhead, Cow Mask. Okay, also hier war schon auf jeden Fall jemand und hat ordentlich gearbeitet. Warte mal. Also, der Skilly Backpack will ich ja gerne mal aufziehen. So.
echt, kann ich an alle aufbauen. Available Guns M4A1. Okay. Du machst weniger Damage, aber du hältst viel aus. MP5. Kein Vektormagazin. Aufgefüllt. Also Wasser haben wir schon mal. Ich würde gerne wieder zurück zum Military Raid, aber da wurde geschossen. Warte mal, ich hätte trinken können, wieder auffüllen. Ich wollte. Warum? Nein, kein Santa Sad. Wo, wie schnell spawnt das wieder? Canned Beans? Pop. Und was hast du in der Zombie-Apokalypse gefunden? Ja, Canned Beans mal, ne? Voll geil und so. In welcher Hütte war ich noch nicht? Dann da drüben, oder? Ne, da war ich auch drin. So, okay. Drei Zombies jetzt. Was ist das? Die gehen da wieder rein. I need the thrill. Ich hätte hier eine Desert Eagle sogar. Mein Gott, ich habe nicht die passenden Waffen dafür. Oh, Zombie. Nein, wir legen uns jetzt nicht mit der Waffe an. Nur in Notfällen. Der ist fallen lassen. Was war das? Right click to open. Was hab ich denn bekommen? Ah, nix, oder? Hm. Komisch. Ganz, ganz komisch. Gehen wir zum anderen Gebäude. Vielleicht ist ja da etwas. Hättet ihr Lust eigentlich, dass wir so eine DayZ-Serie machen? Ein bisschen DayZ Standalone und halt auf der neuen Karte zu spielen? Ja, ich finde das voll geil. Beziehungsweise ich muss immer die neue Karte ausprobieren. Und ich bin einer, der eigentlich gerne Survival spielt. Und ja, wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Ich bin jetzt ganz vorsichtig mal. Und versuche zu überleben in der Zombie-Apokalypse, die hier passiert ist. Was ist das für ein komisches Teil? Ganz, ganz komisch. Welcome to Arizona and check out our shop. Wahrscheinlich kannst du dir da eine neue AK-47 kaufen. Ganz frisch aus dem Markt. Ob ich so da oben reinkomme? Clean Rack, das ist wahrscheinlich zum Verbandagieren ganz gut. Oh. Was soll das denn jetzt? Ey, ich bin voll gut gewesen, dann zieht er mich zurück. Kann ich mir mit Clean Rack vielleicht verbandagieren sollen? Morphine Syringe, ja, die brauche ich gar nicht. Kann ich nicht benutzen. Geil. Was ist da drin? Eine RBG Core Syringe. Ein Quiver. Oh, jetzt wird's Nacht. Wenn ich gut in Jump'n'Run wäre, ist ja absolut kein Problem eigentlich. Aber ich bin es nicht. Okay, ich bin jetzt oben. Dafür bin ich mir eindeutig zu gut. Eigentlich das ganze Militärzeugs. Mit dem Militärzeugs kann ich nicht. Oh ja. Ich kann immer darauf hoffen, dass ich für die M100 Rucksack. Verdammt. Ah, guck mal. Jetzt kann ich jetzt zum Beispiel die aktuellen Unbaufahren noch. Ja, genau. Eine verrottete Orange schon. Was? Die ganzen Sachen hier. Am besten mal da oben rein tun. Die ich aktuell nicht gebrauchen kann. Das offene lassen wir gleich hier. Das müssen wir nicht relativ schnell aufessen.
Die guten Wasserbeutel lassen wir hier. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz da. Jetzt wird es aber auch dunkel. Und ich würde sagen, das war's für die erste Folge von Crafting Dead dann auch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt schauen wir mal hier rein. Eine Demo. Oh ne, damit nicht klicken. Das ist natürlich schon geil, wenn man eine DMR findet. Eine M9 mit Magazin. Ein Spetsnaz-Helmet. Den setzen wir uns auch noch schnell auf, einfach weil wir es können, oder? Aber ich würde sagen, das war es jetzt echt von der ersten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Zeigt mir, dass ihr das sehen wollt. Wenn ihr mal Lust auf DayZ, normal DayZ hättet, schreibt es unbedingt in die Kommentare, damit wir das dann mal machen können. Ein Fuel Tank Backpack. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich auch. Es wird schon laut, die sind über die Zombies. Ich muss was finden. Ciao!